Für uns geht es jetzt nach Lola. Also wir sind richtig früh heute Morgen los und sind jetzt hier 4 Tage. Heute ist Mittwoch. Anni bleibt bis Samstag und ich war dann noch ein paar Tage unten an die Küste in Brighton. Und ja, aber erstmal machen wir uns hier eine richtig schöne Zeit in London, ne? Und das siehst du? Oh ja, Anni hat hier London Style. Und ja, unsere Wohnung ist sehr cool, die ist jetzt nur noch nicht fertig. Und was als Wohnung ist, ist ein Zimmer. Und ja, wir sind ja hier direkt an der Oxford Street, da hinten fängt die an. Und die checken wir jetzt mal aus und gucken, was da so geht. Und ja, wir müssen jetzt erstmal was zu essen organisieren. Ich hab Hunger. Und einen Kaffee, weil wir sind sehr früh aufgestanden. Shoppen! Oh Gott. Anni, ich glaube, das wird nicht gut enden. Nein, das wird nicht gut enden. So. Gut, dass Nein, es ist nicht gut, dass wir direkt an der Oxford Street wohnen. Das ist merkwürdig. Dann hat man auch noch mal ein bisschen Bedenkzeit. So. Wir müssen uns sofort entscheiden. Wir können jeden Tag einfach shoppen gehen. Ja. Lass es dir schmecken. Unser erster Stop geht jetzt zu natürlich Victoria's Secret. Ganz zufällig sind wir gerade da vorbeigelaufen. Wow. Das ist doch mal Unterwäsche. Was sagt ihr zu dem Mantel? Ist eigentlich ganz cool. Schon cool. Ja. Schwierig. Das Ding ist ja, auf der Oxford Street sind so viele Läden. Ich will doch gar nichts kaufen, wenn man denkt, so, okay, im nächsten Laden gibt es vielleicht noch was bei ich glaub, mein, ich hab's. Aber Anni hat schon ihr Traumoutfit gefunden, was sie unbedingt haben wollte. Kann ich dann nachher mal irgendwie mag ich diesen Mantel. Der ist cool. Aber vielleicht. Ich glaube, wir gehen erstmal noch rüber zu Rover Island. Ja, das gehen wir morgen noch mal hin. Sexy. Sehr cool. Anni war schon richtig erfolgreich heute. Yes. Hat eine hammermäßige Schlankenhose gekauft beim Outfitters. Sehr, sehr cool, Anni. Ja, ich freue mich auch sehr darüber. Und ich verfolge erstmal die Taktik, dass ich alles mir angucke. Und ich habe ja noch ein paar Tage. Und dann suche ich mir das Beste raus. Nicht, dass ich nachher bereue, dass ich irgendwas gekauft habe. So, und es ist jetzt gleich 1. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie schon 16 Uhr oder so. Ungefähr und, so. Wir
gehen jetzt mal zu Delicious die Ella. Da habe ich ja zwei Kopfbücher davon und finde die ja nicht. Ah, es ist nicht grün. Finde die ja super cool und ich wollte unbedingt, wenn ich mal in London bin, zu ihr da ins Restaurant oder Deli oder was das genau ist. Das gucken wir uns jetzt mal an und essen was zu Mittag. Ja. Da ist es. Echt? Weißt du, ich habe ja dein Ticket mit übernommen. Mir hier eine Bowl zusammengestellt und es sieht so lecker aus. Rucola. Boah, ich freue mich so. Ah. Okay, das Food Journey beginnt. Es wird ernst. Ich mache jetzt den Live-Test. Ich habe extra das Scharfe genommen. Ja. Geht voll. Da habe ich schon Schlimmere getrunken. Mann, ich dachte, ich könnte hier so ein Live-Reaction-Video draus machen. Ich bin wieder gestärkt. Und ich habe Schuhtick. Anni möchte jetzt weiter shoppen. Es war sehr, sehr lecker. Ich habe mir so eine Bowl zusammengestellt, habe ich ja gerade eben schon gezeigt. Und ja, das war sehr befriedigend gerade. Jetzt laufen wir, glaube ich, erstmal wieder kurz zurück zu unserer Wohnung und machen ein kleines Powernap oder so. Ja. Und dann geht's weiter. Ja. 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 Ich mache Healthy Food und ja. Annis Mittagessen. Oh ja, sind. Leute, ihr müsst diese Cookies essen und die sind so geil. Und Shortbread, sollte ich auch sein. Das ist übrigens der Eingang von unserem schönen, Zimmer bzw. Wohnung. Und sie haben unsere Sachen da reingeräumt, unser Zimmer. Wir machen mal eine kleine Roomtour. Also wir haben ein Zimmer in so einem Airbnb-Apartment. Und so sieht das aus. Ein schönes großes Bett, Fernseher, Schminktisch. Und hier ist das Bad. Hello. Und das ist, oh, ich habe es mir auch gar nicht angeguckt. Das ist voll groß. Große, fette Dusche. Und sogar eine Badewanne. Ja. Not bad. Also ein bisschen Restaurierung angesagt. Ja, wir machen jetzt, glaube ich, mal einen kleinen Powernap. Und dann geht's weiter. Ja. Guten Appetit. Wir haben uns jetzt gerade ein bisschen ausgeruht bei uns im Zimmer, ein bisschen genappt. Und jetzt sind wir wieder fresh. Und haben uns jetzt gerade auf den Weg gemacht, laufen durch den Hyde Park und wollen so Richtung Buckingham Palace und dann so zur Themse einen kleinen Spaziergang machen, so ein bisschen gucken, weil das Wetter heute so schön ist. Und das wollen wir natürlich ein bisschen ausnutzen. Dann haben wir vormittags ein bisschen Shopping gemacht und nachmittags ein bisschen Und umlaufen. Shopping wird jetzt weiterhin auf vormittags Shopping vertragt. Verschieben wir weiter auf morgen, weil heute Morgen war es einfach mega leer und entspannt zu shoppen und jetzt ist es voll, deswegen machen wir das morgen weiter. Yeah. Wie unsere Hosen aussehen. Fetten Fische an, die einfach so rumschwimmen. Das sind die Elfen immer gefühlt und sind hier total in der Gefahrenzone. Das stimmt. Westminster Abbey. Und da ist das Sonnenei. Vloggers at work.
Big Ben ist gar nicht wieder zu erkennen, der ist nämlich komplett eingerüstet und sieht gerade gar nicht so schön aus. Juhu. Touring-Programm abgearbeitet. Wir waren jetzt hier gerade da, oder wir sind gerade am Trafalgar Square und wir haben jetzt schon Big Ben und Westminster gemacht und Buckingham Palace und die Oxford Street. Also wir haben heute schon einiges abgelaufen, würde ich sagen. Und jetzt sind wir deshalb auch schon ziemlich fertig und suchen uns jetzt irgendwo was Nettes zu essen. Es ist jetzt auch schon, ich glaube, 6:30 oder so und wir sind seit 3:30 auf den Beinen. Also, wir sind echt ein bisschen fertig. Und sind jetzt hier. Das ist doch schön. Das ist mal ein Burger, würde ich sagen. Guten Appetit! Anni hat einen fetten Burger. Und ich habe den Raw Detox Crunch Salat oder sowas. Sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr gut aus. Lecker!